Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir spielen Graf Sieghard von Ansbach und versuchen ja mit diesem schüchternen Menschen irgendetwas zu tun. Ich bin echt am Überlegen, ob wir den richtigen Lebenswandel für ihn gewählt haben. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für uns werden, aber ich denke mal, dass ich auf jeden Fall das hier zu Ende bringe und dann kann ich ja mal vielleicht mal versuchen, einen anderen Lebenswandel zu bekommen. Für uns auf jeden Fall wichtig, dass wir Freunde bekommen und deswegen bin ich am Überlegen, dass ich mich vielleicht mit meiner eigenen Frau anfreunde. Selbst das bringt dem Typen Anspannung, ey. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Der bekommt einen Nervenzusammenbruch, weil er mit seiner Frau reden muss. oh Gott. Das ist schon beinahe ein Meme, sage ich jetzt mal. Okay, wir können demnächst unser Reich ein klein wenig ausbauen. Das möchte ich definitiv auch machen, aber ich brauche auch tatsächlich Kriegsvolk. Auf der anderen Seite muss ich dieses Kriegsvolk aber auch unterhalten können. Was ich gerne mir holen möchte, ja, wir gehen auf leichtes Fußvolk, Leute. Wir schaffen dieses leichte Fußvolk und wir können es auch verbessern. Ich gehe da gleich auf die nächste Größe, dass wir da gleich 200 Mann leichtes Fußvolk haben. Die sind auf jeden Fall in Wäldern schon mal stärker, wie wir sehen, und in der Taiga und im Dschungel. Gut, diese zwei Sachen interessieren uns nicht so wirklich. Aber dieses Fußvolk zu haben, wäre auf jeden Fall für uns schon mal ein kriegerischer Segen. So, anfreunden, Brücken schlagen. Ich suche und suche, aber Gräfin Judith und ich haben offenbar rein gar nichts gemeinsam. Also muss ich meine Anstrengungen verdoppeln oder was? Nee, ich lasse einfach die Zeit länger laufen. Ich kann jetzt hier kein Stresslevel, also keine Anspannungsstufe von 1 gleich schon mal hier mir reinbuttern. Das wäre äußerst schlecht. Nennen wir es mal einfach äußerst schlecht. So, wir haben übrigens Kinder. Die können wir eigentlich... Ah, der hat schon einen Vormund. Warte mal. Beziehungen. Vormund. Er hat einen Vormund. Genau, also er soll ihn eigentlich ausbilden. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das tatsächlich will. Ich muss den Vormund entfernen. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir unterrichten unseren Sohn selbst. Kind unterrichten. Das ist garantiert Stress für uns. Ja. Wir unterrichten ihn am besten selbst. Da können wir auch ein bisschen mehr damit machen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass er Bildung, Verwaltung und so weiter und so fort bekommt. Bei ihm ist es mir okay. Das passt für mich. Und jetzt müssen wir einfach mal warten. Oh, wir haben einen neuen Sohn bekommen. Den Sichar. Haldemar, Ingomer, Tassilo. Ach, Tassilo ist ein geiler Name. Ein Kumpel von mir heißt so. Ich finde Tassilo ist ein cooler Name. Aus irgendeinem Grund, ich mag den Namen voll. Bitte versteht einfach, dass ich selber nicht verstehe, warum, aber ich finde den Namen cool. So. Okay, seid gegrüßt, mein Lehnsherr. Trotz aller meiner Bemühungen haben meine Agenten keine Geheimnisse aufspüren können bei Prinz Karl. Mach einfach mal weiter ein bisschen. Er soll einfach mal weitermachen. Das wird den Unterhalt reduzieren. Das hier erhöht meine Truppen. Ich sollte auch demnächst mal Geld einsetzen, um hier was zu entwickeln. Aber momentan haben wir einfach überhaupt keine Option. Wie sieht es denn eigentlich aus mit irgendwelchen Herzogtümern? Könnten versuchen hier vielleicht... Warte mal, ich kann mir ein Recht rausarbeiten hier bei meinem Lehnsherrn. Hallo Lehnsherr, Vasallenbande ändern. Genau, wir machen das so, Kriegserklärungsrecht gebilligt. Ich zahle dir im Gegenzug mehr Steuern dafür, dass du mir das Recht erlaubst, Kriege zu führen. Ändern. Okay, das wäre jetzt hier so der Plan. Das wäre der Plan. Denn das ist sehr, sehr wichtig, dass ich überhaupt in die Offensive gehen kann. Hast du eigentlich das... Du hast, glaube ich, den Titel Herzog. Ja, ist der Herzog von Schwaben. Kann es sein, dass das Herzogtum von Franken noch gar nicht existiert? Doch, das hat wiederum der da. Das hat der Prinz Ludwig vom Ostfrankenreich. Und der wohnt hier. Der wohnt in Westfranken, ist aber der Jüngere von Ostfranken. Okay,
Ist ja kein bisschen verwirrend oder sowas in der Art und Weise. Ja, aber alleine werde ich gegen den kaum ankommen. Ich werde mir also irgendwelche Bündnispartner früher oder später suchen müssen. Warte mal ganz kurz. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ich hier das hier noch weiter erhöhen will. Jetzt habe ich es aufs Maximum erhöht. Jetzt habe ich dadurch 300 Mann dann doch bessere, also das sind keine Elite-Kämpfer, aber bessere Kämpfer hier, die mir hoffentlich im Kriegsfall helfen werden. Vertrauen. Rathold möchte seit langem nur noch eines. Ein Steckenpferd. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde. Keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich geht es hier um Geduld. Wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Seit diesem Versprechen strengt er sich doppelt so sehr an bei seinen Studien. Er kann entweder treuherzig werden oder zufrieden. Sprunghaft. Zufrieden finde ich eigentlich ganz cool, aber dann bekommen wir selber einen Hit. Was ist eigentlich nochmal treuherzig? Ah, ich hasse es, dass ich das hier nicht mouse-overn kann. Ich weiß nicht, warum ich es nicht mouse-overn kann. Kann ich es jetzt vielleicht mouse-overn? Weil manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Zufrieden finde ich eigentlich ganz gut. Ach komm, dann haben wir jetzt halt diesen Hit bekommen, ey. Ich ahne schon, wohin das führt, Leute. Wir werden wahrscheinlich unseren Herrscher nicht lange besitzen. So, wir haben eine Anspannungsstufe bekommen. Geistiger Zusammenbruch, weil wir mit unserem Sohn geredet haben. Manchmal fühle ich mich, als ob die ganze Welt auf meinen Schultern lasten würde. Ja, er hat einmal kurz mit seiner Frau und mit seinem Sohn geredet und jetzt. Ihr versteht. Meine Pflichten als Graf von Ansbach nehmen kein Ende. Ich habe mich um meine Familie gekümmert. Ich habe jetzt schon Angst, überhaupt mal aus dem Fenster zu sehen. Mir bleibt kaum noch ein Moment für mich. Okay, ich kann jetzt dagegen einsiedlerisch werden. Da kann ich wieder Maus ohren. Oh, nee, das ist keine Option. Oder ich brauche etwas, um meine Säfte wieder in den Gleichgewicht zu bringen. Saufen? Er wird ein Trunkenbold. Das ist genauso schlimm. Oder es ist schließlich meine Pflicht. Ist mir egal. Jetzt hat er halt nochmal Stress bekommen, ey. Wisst ihr, ich muss ja auch irgendwas machen können, ne? Im schlimmsten Falle geht er halt hops und wir haben einen neuen jungen Herrscher. Okay, da ist jetzt ein Krieg entstanden. Unser König wurde von einem anderen König angegriffen, oder? Ja, scheint auf jeden Fall so zu sein. Hoffe, dass es mich nichts angeht. An Freundin, Respekt in Bewunderung. Obgleich ich es nur selten erwähne, gibt es ein paar Errungenschaften, auf die ich stolz bin. Ich bin überzeugt, dass Gräfin Judith ebenfalls das ein oder andere erreicht hat, was sie mit Stolz erfüllt. Vielleicht sollte ich ein kleines Gedicht in Auftrag geben, das unsere Taten vergleicht und so zeigt, dass wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Ich könnte also so sagen, sie wird von meinem Erfolgen mächtig beeindruckt sein. Ich kann sagen, dass ich ihre eigenen Errungenschaften hervorhebe. Oder ich werde dafür sorgen, dass alle erfahren, wie großartig ich bin. Komm, ich habe der Freundschaft. Ich mach mal das da. Ich will ja ihre Freundschaft entwickeln. Die anderen Boni wären zwar auch geil, aber ich will ja ihre Freundschaft. Oh Gott, meine sterbliche Hülle. Ob Graf oder Bauer, Hochwohlgeborener oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden hustend erwachte und mein dumpfer Schmerz im Kopf, in Kopf und Kehle pochte. Was? Ich bin krank. Ruft sofort einen Arzt. Muss einen Arzt anheuern, okay. Jetzt sind wir auch noch krank, ey. Das ist ein geiler Start, ey. Endlich haben meine Diener einige Leute gefunden, die sich als Hofarzt eignen würden. Trotzdem fürchte ich, dass ich nicht allzu wählerisch sein kann. Die ist eine Empathikerin und war eine Nonne. Ja, das hilft mir ja nicht viel. Immerhin hat sie einiges an Bildung. Arrogant, geduldig und mitfühlend. Und die hier. Ich nehme sie hier, die Hiltrude. Die Hiltrude soll meine Ärztin sein, weil Ärzte sind halt echt teuer, ne? Krank. Zeit für die Behandlung. Es wird Zeit für eure Behandlung. Immerhin plagt euch eine Erkältung. Ich würde zu drastischeren Maßnahmen raten, aber die Wahl. Was? Wegen einer Dr Erkältung drastische Maßnahmen ergreifen? Jetzt geht's los. Okay, wir gehen all in. Für Vorsicht, dieses viel zu spät. Dieses Niesen bringt mich noch um. Ausgewogene Säfte. Meine Augen weiteten sich, als Hiltrude eine Ziege in meine Gemächer führte. Was?
Beim üblen Gestank ihrer Flatulenzen wollte ich mir die Nase zu halten, doch der Hofarzt zog meine Hand weg. Verzeiht, mein Fürst, aber das ist die Behandlung. Sie empfahl besonders tiefe Atemzüge. Ich glaube, wir haben die falsche gewählt. Die Behandlung war fast so unangenehm wie meine Symptome, doch sie scheint Wirkung gezeigt zu haben. Auch wenn ich noch nicht ganz geheilt bin, fühle ich mich schon viel besser. Ich ahne, was da passiert ist. Die Flatulenzen der Ziege haben die Bakterien vertrieben. Die haben gesagt, boah, nee, hier stinkt so sehr, wir gehen lieber. Ich werde wohl überleben, oh Gott. Ich habe stark gelinderte Krankheitssymptome. Okay, das ist ein massiver Gesundheitsbonus. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass sowas möglich ist. Aber es hat geklappt. Okay, was habe ich denn hier für Entscheidungen? Ach so, ja, ich bin verschuldet, ich weiß, aber das bin ich gleich nicht mehr. Seid gegrüßt, trotz aller Bemühungen. Okay, er hat immer noch nichts gefunden. Nee, dann soll es mal sein lassen. Dann soll es mal sein lassen. Dann bin ich der Meinung, dass er vielleicht jetzt eher meine eigenen Komplotte unterstützen soll. Ja, er soll sie einfach unterstützen. Das passt für mich so. Ich bin immer noch dabei, in der Grafschaft von Ulm herum zu fingieren. Oh, unsere Frau ist wieder schwanger. Ganz im Ernst, ich glaube, ich lasse das. Ich breche das ab. Ich breche das tatsächlich ab. Ich interessiere mich gerade eben gar nicht für die Grafschaft von Ulm, weil wir nämlich ein Herzogtum brauchen. Und dafür brauche ich Ulm nicht. Ihr seht, was ich dafür brauche. Ich brauche dafür eher Bamberg oder Würzburg oder Nürnberg oder sowas in der Art und Weise. Eigentlich wollte ich ja ins Schwäbische hinein, aber ich habe halt einfach sehr viel mehr jetzt hier von da oben, ne? Das ist der Punkt, meine Damen und Herren. Zollern. Hohenlohe. Ich kann halt nicht unendlich viele von diesen Gebieten halt halten, ne? Aber inzwischen haben wir schon eine ganz, ganz ansehnliche Armee, dadurch, dass wir dieses professionelle leichte Fußvolk gebildet haben. So, krank, mein altes Ich. Als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hineinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal mehr hustend aufgewacht und die Ziege war auch weg. Jawohl, wir sind nicht mehr krank. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. So, anfreunden das Anwesen. Nach reiflicher Überlegung entschloss ich mich schließlich, Gräfin Judith auf eine Besichtigung eines meiner Anwesen in Nördlingen einzuladen. Der Besuch erwies sich als noch besserer Einfall als erwartet. Nicht nur bot mir Gräfin Judith ungeahnte Einsichten in die Angelegenheiten des Anwesens, sondern sie sorgte auch durchgehend für beste Stimmung. Sie ist nicht nur meine Gemahlin, sondern auch meine Freundin. Na also, okay, es hat geklappt. Wir sind anscheinend Freunde geworden. Das ist doch schon mal sehr, sehr geil. Also haben wir schon mal einen Freund im Leben. Sauber. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich im Rat Ähnliches mache. Ich kann versuchen, mich mit meinem Suffraganbischof anzufreunden. Komm, wir probieren das mal. Oh nein, das ist zu viel Anspannung. Das ist zu viel Anspannung. Ich muss erstmal was anderes dagegen machen. Ich könnte auf eine Jagd gehen, aber dafür brauche ich erstmal die Punkte. Ich habe einen Lebenswandelspunkt bekommen. Diplomatievorzug verfügbar. Keine Ahnung, warum der mir da oben nicht angezeigt wird. So, Schmeichler. Befreundschaftskomplotte werden jetzt besser funktionieren. Noch 3 Punkte, dann werden wir wahrscheinlich mal unsere Spur wechseln, wie man so schön sagt. Immer noch überfallen, das interessiert mich nicht. Soziale Manipulation, oh je. Oh Gott, das wird Stress bedeuten. Ey, unser Herrscher hat echt Probleme, ne? Also ein schüchterner Herrscher ist echt das Schlimmste, was hier passieren kann. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Ratskanzler Bürgermeister Wulfari wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt am Tisch des Rates. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinen Schwachpunkt angreife. Ja, was hat denn der vielleicht einen Schwachpunkt? Er ist ungeduldig, mitfühlend und rachsüchtig. Okay. Ich kann ihn im Dunkel tappen lassen. Ich werde ihm Aufgaben stellen, die unmöglich zu erfüllen sind. Das könnte bei jemandem reinzimmern, der ungeduldig ist. Oder ihn mich über körperliche Eigenschaften lustig machen. Nee, das bringt mir nichts.
Ich denke, ihn ungeduldig könnte mit den Aufgaben für ihn unangenehm sein. Okay, seine Meinung über mich hat sich verbessert. Konnte ihn erfolgreich manipulieren. Das ist ja schon mal gut, aber der Stress, der Stress! Ich muss gleich auf die Jagd gehen, Leute, sonst sieht es für uns richtig finster aus. Wir haben wieder einen Sohn, den Klodomer. Okay, ich guck mal, ob ich irgendeinen anderen Namen hinbekomme. Der Feremund, Autgari, Tankrat, Avrimar, Robert, Sicher, Charibert, oder nach einem Vorfahren, der Sikard. Nach dem Vater, der Sikard, alles klar. Oder nach der Mutter, Eberhard. Sikard, Eberhard, keine Ahnung. Nach irgendeinem Vorfahren, der Unruoch. Gerold, Karl, Charibert, Unruoch. Oh Gott, die Namen, ey. Reinhard. Ach komm, nimm mal Reinhard. Das finde ich in Ordnung. Ich hätte auch was von Hand eingeben können, aber. Oh, meine Vasallen. Als Graf von Einfluss ist es nur angemessen, eure Stimme im Rahmen meines Rates zu hören. Er ist übrigens eingeknastet. In Anmerkung dieser Tatsache biete ich euch hiermit den Posten als Ratsspitzel von Westfranken an. Okay. Bin jetzt Ratsspitzel von Westfranken. Die Frage ist, wie ich das für mich ausnutzen kann. Da ist schon wieder ein Krieg am Start. Guck ich mal auf sein Dingens da. Damit müsste ich doch eigentlich jetzt hier richtig was machen können. An seinem Hofe. Wenn ich mir den Krieg erkläre, den Unabhängigkeitskrieg. Wie stark sind seine Truppen? 982. Er hat auch keine sinnvollen. Leute, wisst ihr was? Das speichern wir kurz mal einfach mal. Zack, die Buff. Da speichern wir doch glatt mal und schauen, ob wir das schaffen. Denn ich würde ganz, ganz gerne unabhängig werden. Das wäre sehr, sehr geil. Und würde mir neue Möglichkeiten offerieren, oder? Oder würde mir das bringen? Ein Anspruch. Was ist das für ein Anspruch? Keine durchzusetzenden Ansprüche, also die kann man nicht durchsetzen. Also ich könnte mich unabhängig von ihm erklären, aber das bringt mir eigentlich nicht wirklich was, oder? Dann habe ich ihn halt nicht mehr über mir. Aber solange er, also solange der Prinz auch noch der Herzog ist von Westfranken, von Ostfranken. Ich hätte halt gerne sein Herzogtum. Ich hätte halt gerne sein. Der wird aber auch nicht lange geknastet sein. Nee, das bringt gar nichts, Leute. Das machen wir nicht. Das machen wir momentan noch nicht. Wir müssen erstmal noch mal ein bisschen warten und hoffen, dass die so um uns herum so ein bisschen zerfallen. So, wir haben jetzt genügend Geld. Wir können auf eine Jagd gehen. Das wird Anspannung reduzieren. Das bringt halt echt nicht so viel Anspannung runter. Das Gemeine ist, dass ich nicht mal ein Festmahl machen kann, weil das die Anspannung nicht erhöht. Nicht senkt. Wegen, schüchtern. Wilderer, hier in den Wäldern des Grafen. Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen an sie heranreite und verbergen damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Oh mein Gott, diese Verbrecher. Diese Tiere sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, Euer Gnaden. Die Klingen und ihre Bögen strafen sie Lügen. Okay. Ich kann sie hängen. Das ist nicht gut. Dann bekomme ich, so wie es aussieht, einen negativen Trade. Also Wilderer bestraft. Oder ihr scheint mit allesamt hervorragenden Schützen zu sein. Dann bekomme ich einen positiven Trade, den ich mir. Ah, doch, den kann ich angucken. Kampfgeschick um für 10 Jahre. Okay. Oder die Beute gehört mir. Dann habe ich eine geringe Chance, dass das die Leute gut finden. Nee, das machen wir nicht. Okay, ich tue die anstellen. Dann habe ich halt ein bisschen mehr Kampfgeschick. Und wir kehren aus der Jagd zurück. Wir bekommen 150 Prestige. Okay. Das ist doch schon mal gut. Ich könnte auch eine Pilgerreise machen. Aber die ist sehr teuer. Eine Pilgerreise wäre interessant.
Kann ich aber momentan eigentlich nicht wirklich sinnvoll tun. Warum habe ich meine Manpower gerade verloren? Meine Manpower ist gerade eben ganz schön runtergefallen, wie ich gerade sehe. Wir waren mal bei 1300. Das schwankt schon echt gewaltig. Okay, hier finden immer noch Kriege um uns herum statt. Ich bin am Überlegen, ob ich hier das... Das ist ein Bistum. Ein Bischof. Ein Fürstbischof. Okay. Und das hier gehört unserem Herrn selber. Ja, bringt momentan nicht so viel. Ich könnte tatsächlich im Zweifelsfall dann Zollern an einen meiner Söhne abgeben und Stuttgart. Und stattdessen mir das da holen. Der ist immer noch geknastet. Ich habe da, glaube ich, keinen Anspruch drauf, ne? Ne, ich habe keine Ansprüche. Das ist ungünstig. Also gut, dann schicke ich ihn mal dahin und lasse ihn Ansprüche fingieren. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wahrscheinlich nicht. Aber er verliert gerade eben ohnehin seinen Krieg. Dann kann es gut sein, dass sich die Welt hier so ein bisschen zerlegen wird. Absehbarer Zeit. So, wie läuft es eigentlich hier mit dem Anfreunden? Ach, ich mache gerade eben gar kein Anfreunden. Stimmt, das war ja Absicht wegen Stress. Ich habe ja schon ein Anspannungslevel. Ja, also gut, das heißt, wir können mal die Geschwindigkeit erhöhen, weil ich gerade eben ohnehin nicht viel tun kann. Sei gegrüßt, Graf Sieghard von Ansbach. Ich habe mit eurem Ratskanzler Bürgermeister Wulfari einen Briefwechsel geführt, der sich als wahre peinliche zur Schaustellung schlechter Diplomatie erwies. Was? Ihr seid nicht der Mensch, für den ich euch gehalten habe. Okay, Wulfari, Junge. Wulfari. Alter. Den Typen da. Den sollten wir echt im Auge behalten. Den sollten wir im Auge behalten. Der scheint nicht gerade sehr, sehr vertrauenswürdig zu sein. Was der in letzter Zeit sich alles schon geleistet hat. Kann ich den ersetzen durch jemand anders, der da mehr drauf hat? Leider nicht. Tatsächlich leider nicht. Okay, dann muss ich noch mit ihm leben. Der Trost eines Freundes. Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Gräfin Judith. Sie zerrte mich von einer Aktivität zur nächsten und das hohe Tempo half mir wirklich, meine Sorgen vorübergehend zu vergessen. Nach dieser kurzen Pause war ich erneut bereit, mich meinen Pflichten zu stellen. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Gräfin Judith. Oh geil, ich habe Anspannung durch die Freundschaft verloren. Das hilft mir. Das heißt, ich könnte vielleicht doch versuchen, mich mit jemandem noch anzufreunden. Dann versuche ich mich mit jemandem jetzt doch im Rat anzufreunden. Ich denke, bei meinem Suffraganbischof wäre das nicht schlecht. Insgesamt mögen mich die meisten, bis auf er. Mein Rat, ja, also ich glaube, ich versuche mich mit meinem Dingens hier anzufreunden. Freundschaft, ja. Komm, wir probieren das mal, das Komplott. Komplott, Freundschaft mit unserem Suffraganbischof. Und unser Sohn Rathold ist erwachsen geworden. Nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Rathold. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um Rathold die Feinheiten der Diplomatie näher zu bringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen. Wenige am Hof dürften von seiner Beherrschung der Etikette beeindruckt sein. Doch wenigstens weiß er durchaus, wie man sich in der gehobenen Gesellschaft zu verhalten hat. Ach, er wird flügge. Okay, aber ganz im Ernst, seine Werte sind jetzt auch nicht so schlecht. Er ist ein religiöser Eiferer, er ist keusch und zufrieden. Boah, das mit dem religiösen Eiferer ist aber echt doof. Weiß nicht, ob ich will, dass er ein religiöser Eiferer wird. Was ist mit seinem Bruder? Sein Bruder ist auch ein religiöser Eiferer. Fuck. Und was ist mit dir? Der hier ist reizend. Was mache ich mit dem Jungen? Muss mal gucken, wem ich den eigentlich zur Ausbildung geben kann. Kann ich eigentlich meine Frau ausbilden lassen? Ich meine, und meine Frau kann ja auch ein bisschen was. Bist du eigentlich ein religiöser Eiferer? Nee, er ist nachsichtig, stur und fleißig. Außerdem ein Wohlstandsschaffer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum dieser 21-Jährige.
bin ich gerade eben echt am Überlegen, wie ich das machen soll. Also, hätte schon ganz gerne, dass der da ausgebildet wird, aber so? Das ist nicht so geil, meine Damen und Herren. Also, ich hätte auch gerne den dritten Sohn ausgebildet. Kann ich ihn jemanden schicken? Ich möchte den Vormund wechseln. Wie gesagt, sie ist fleißig, arrogant und zynisch. Nein. Ich würde gerne wissen, woran das liegt. Ach, wisst ihr was? Wir machen das auch wieder selber. Habe ich wenigstens die Möglichkeit, in die richtige Richtung zu lenken. So. Ehepartner an meiner Stadt. Meine Gemahlin verbringt enorm viel Zeit damit, das Reich mit ihrer Ehrenwache zu durchreisen. Es gibt zahlreiche Angelegenheiten, um die sie sich in meiner Stadt kümmern kann. Und die militärische Präsenz, die Gräfin Judith mit sich bringt, erinnert alle deutlich an mein Recht zu regieren. Entweder kann ich sagen, meine Gräfin und ich sind bereit, das Reich zu verteidigen, dann bekomme ich Prestige, oder ich bekomme Schrecken. Sorgt dafür, dass das Volk angemessen katzburkelt. Das ist eine gute Frage, was ich da machen will. Schrecken. Ich habe momentan Schrecken von 22. Weil wir ohnehin schon zornig sind. Gut, der Schrecken steigt sowieso. Das heißt, dass die Leute Katzbuckeln ohnehin kommen. Ich sag mal, die Leute sollen Katzbuckeln. Das ist der Punkt, genau. Sehr gut. Dann an Freunden. Eine Geste der Großzügigkeit. Es sollte meinem Versuch förderlich sein, mit Gokelm Freundschaft zu schließen, wenn ich ihm ein Geschenk mache. Wenn es mich meinem Ziel. Ich finde es immer wieder doof, dass hier die Sachen noch im Hintergrund so mouse-over, ne? Das ist manchmal ein bisschen nervig. Also gut, auf jeden Fall kann ich ihm. Ich kann Geld rauskloppen, um dafür zu sorgen, dass er mich mehr mag. Das ist mir jetzt aber nicht so wichtig. Nee, ganz im Ernst. Ich will gerade eben ein bisschen Geld sparen. Oh, warte mal. Und mein Erbe ist ja unverheiratet. Das ist die Isabelle de Saint-Valery, Mutter von Baron Henri. Nee, die ist zu alt. Oh, warte mal. Wir könnten etwa ein paar Dinge. Wow! Das sind vererbbare Eigenschaften. Ey, Leute, das will ich haben. Schlau und Genie. Ey, ich züchte mir hier die Intelligenz in meinen Verein rein. Es ist mir egal, ob der dadurch weniger Prestige bekommt. Die wird reingezüchtet, die Dame. So, wir züchten die einfach mal rein. Und wir bekommen eine weitere Tochter. Landina Becker Itta. Was? Austrechelt. Liutgarde. Alistrudes, Bertildes, Geuswind, Bertilla, Radegund. Komm, wir machen daraus eine Radegunde. Dann passt das für mich. So, allzu gerne. Ah, okay, die hat jetzt die Heirat angenommen. Sohnemann hat geheiratet und wir haben wieder einen Diplomatiepunkt. Dieses Mal plöppt es auch auf. Freundlicher Rat. Jeder Freund, den ich habe, erhöht meine Werte zufällig um 2 Punkte. Mal hier gucken: 11, 5, 10, 2, 13. 11, 5, das ist, glaube ich, nur um 1 nach oben gegangen. Das scheint anscheinend nicht richtig übersetzt zu sein oder es funktioniert nicht richtig. Ist aber noch die Preview-Version. Kann gut sein, dass es nicht so funktioniert, wie es soll. Mal schauen. Egal. An Freunden, Respekt und Bewunderung. Obgleich es nur selten erwähne, gibt es für mich ein paar Errungenschaften, auf die ich stolz bin. Ich bin überzeugt, dass Gokalm ebenfalls das ein oder andere erreicht hat, was ihn mit Stolz erfüllt. Vielleicht kann ich ein Gedicht in Auftrag geben. Okay. Ja, ich versuche das. Ja, ich preise Gokalms Taten. Und dann gibt es hier noch Anfreunden guter Wille. Wenn ich Gokalm und ein Versprechen meiner Verbundenheit mache. Ah, okay. Dann habe ich ihm einen Gefallen angeboten. Dann gerate ich in die Schuld von ihm. Oder? Moment.
Nee, also der Suffraganbischof war halt ein schwaches Druckmittel. Nee, warte mal. Selbstverschuldet? Nee, nee, warte mal, das ist interessant. Ich mach das hier. Also, ich werde dieses Versprechen im Rahmen einer offiziellen Zeremonie geben. Also quasi eine öffentliche Bekundung, dass ich ihm zur Seite stehe. Warum nicht? Ein unterhaltsamer Abend. Nachdem ich davon erfuhr, dass Gokalm zu Gast in Weinsberg sein würde, beschloss ich, dass dies die perfekte Gelegenheit für ein Treffen mit ihm war. Auf meine Bitte hin saß ich in, das Abendessen über neben ihm und hatte beide... Wir hatten beide jede Menge Spaß. Ich war überrascht, wie viele Gesprächsinhalte wir fanden. Na also, noch mehr Meinung. Wir nähern uns der Freundschaft an. Wir sind noch nicht Freunde, aber wir nähern uns an. Wir haben auch einige Sachen gemeinsam. Also wir sind auch zornig. Ah, er ist der religiöse Eifer, ich bin keusch. Und was ist das? Neue Ansprüche. Von allen Possen, die ich schon erlebt habe, in Bürgermeister Wulfaris geistlosen Bemühungen, meine Beziehung zu meinem Nachbarn zu verbessern, hat meine nichtsnutzige Ratskanzler, offiziell Graf Rägans, Ragenas, Anspruch auf die Grafschaft von Hohenlohe anerkannt. Oh Gott. Ey, ohne Witz, jetzt habe ich aber langsam aber sicher von diesem Heckenpenner hier echt die Schnauze voll. Ey, der Typ ist so unfassbar unfähig. Kann ich ihn nicht einfach einkerkern? Ist ein Akt der Tyrannei. Oder die Meinung der Dinge zu reduzieren. Boah, warum erkennt der Typ das an? Kann ich nicht einfach umbringen? Nee, das kann ich auch nicht. Oh, aber ich habe halt einfach keinen guten Ersatz. Den Typen eben muss ich echt im Auge behalten. Oh, wir haben übrigens einen Haufen Geld, das ich jetzt gleich einsetzen werde. Okay, unser Lehnsherr zieht in den Krieg. Ich lasse nochmal einen Tick laufen. Okay, Lehnsherr zieht in den Krieg. König Ludwig III. Hat Oberhäuptling Piotr den Krieg erklärt. Okay, ich möchte jetzt hier allerdings vorher mal etwas bauen. Denn wir haben ja noch nicht so viele Sachen gebaut. Nee, warte mal, das kostet 150. Ach, wobei hier unten gibt es auch günstigere Sachen. Ich könnte ein Armeelager machen. Oder Jagdreviere. Das würde mir Geld bringen. Und hier mehr Aufgebote. Nee, ich will erstmal mehr Geld haben. Oh, und der Sieghard wird erwachsen. Nicht zu fassen. So, der wird auch flügge. Er ist ein ehrgeiziger, fleißiger Mensch. Und bekommt jetzt, glaube ich, nochmal ein paar Punkte. Auch er ist jetzt nicht gerade Diplomat geworden. Okay, wobei, er hat nochmal ein paar diplomatische Punkte hier erlangt. Jetzt muss ich halt echt überlegen, ob er nicht vielleicht der Beste... Ne, warte mal. Wir haben ja jetzt den einen da schon hinein geheiratet. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier nochmal was machen kann. Ein Bündnis, was visigotisch, französisch. Guck mal, ob ich irgendwo schauen kann. Also das ist der Lehnsherr, da würde er, der hat ja keine Truppen, ey, das ist ja schrecklich. Nee, mit dem ein Bündnis ist wertlos. Was ist das? Wunderschön. Holla, die Waldfee. Was ist denn das jetzt hier für ein Verein? Hat auch keine Truppen. Ey, das sind Bündnisse, die kannst du völlig vergessen. Nee, also wegen dem Bündnis muss ich da jetzt nicht rumheiraten. Oder ich warte einfach nochmal ein bisschen. Albino, okay. Natürlicher Schrecken. Stammler. Also das sind so negative Traits, die will das der eigentlich nicht haben, ne? Melancholisch ist auch vererbbar, wie gemein. Wohlgestalt. Das ist also die downgegradete Version von wunderschön. Riese. Okay, erhöht das Kampfgeschick. Gibt aber einen kleinen Gesundheitsmalus, man lebt also nicht so lange. Vasallen finden das krass. Meinung von Stammesherrschern finden das krass. Wir werden uns da einige Sachen versuchen reinzuzüchten. Wahnsinnig! Ist auch vererblich. Super. Was ist das hier? Fruchtbar. Tja, ich glaube, fruchtbar ist dann ein Trade, der sich sehr, sehr schnell verteilen dürfte.
Ich warte, ich weiß nicht, soll ich mit ihm noch ein bisschen warten? Vielleicht gibt es später noch mal ein paar bessere Möglichkeiten. Wir machen auf jeden Fall an der Stelle mal einen Cut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.